Wir kommen jetzt zu Runde 33. Hier wird keine Masche zugenommen, obwohl es vielleicht so aussieht, weil hier sich die Strickschrift erweitert. Aber ihr seht, dafür fehlt links ein Kästchen. Also man beginnt mit einem Umschlag, strickt dann zwei Maschen rechts zusammen, macht dann zwei Umschläge, einen Überzug, einen Umschlag, einen doppelten Überzug, einen Umschlag, zwei Maschen rechts, zwei Umschläge, ein Überzug, ein Umschlag, ein Überzug, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein doppelter Überzug, ein Umschlag, eine Masche rechts und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Wir beginnen also mit einem Umschlag und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Dann zwei Umschläge und ein Überzug. Eine Masche abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche darüber ziehen. Dann ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Eine Masche abheben, zwei Maschen rechts zusammenstricken und die abgehobene Masche darüber ziehen. Und ein Umschlag und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Zwei Umschläge, ein Überzug, ein Umschlag und noch ein Überzug, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein doppelter Überzug, ein Umschlag, eine Masche rechts und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und dann wieder wiederholen. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Zwei Umschläge, ein Überzug. Ein Umschlag, ein doppelter Überzug. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken, zwei Umschläge, ein Überzug, ein Umschlag und noch ein Überzug, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein doppelter Überzug, ein Umschlag, eine Masche rechts und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und das wiederholt ihr jetzt ständig. Nehmt auch die Strickschrift zur Hilfe, damit ihr lernt, wie man Strickschriften liest, dass ihr dann später, wenn die Kreisjacke noch größer ist, auch mit der Strickschrift allein zurechtkommt. So, ich komme nun zur 34. Reihe. Das ist ja eine gerade Reihe, Runde, die ich normalerweise nicht zeige, aber ich möchte euch zeigen, wie ich diese zwei aufeinanderfolgende Umschläge abstricke. Zunächst ist ja nur ein Umschlag, den stricke ich ganz normal rechts ab, die folgende Masche auch. Und jetzt kommen zwei aufeinanderfolgende Umschläge. Den ersten stricke ich rechts ab. Und den zweiten rechts verschränkt. Ich steche also hinten ein und stricke die Masche rechts ab. Dann wieder ganz normal rechte Maschen stricken, bis eben wieder zwei Umschläge kommen, so wie hier. Den ersten rechts und den zweiten rechts verschränkt. Hier wieder den ersten rechts, den zweiten
rechts verschränkt. Da muss man etwas besser aufpassen, damit man alle Fäden hat. Rechts und rechts verschränkt. Rechts und rechts verschränkt. So, und das bis zum Ende der Runde. So, wir kommen nun zur 35. Runde. Ich bringe den Maschenmarkierer wieder an. Und in der 35. Runde wird pro Mustersatz eine Masche zugenommen. Ihr seht, hier erweitert sich die Strickschrift um 2 Kästchen und hier verkleinert sie sich nur um 1, also wird eine Masche zugenommen. Die Maschen zähle ich jetzt hier nicht im Einzelnen auf, die kennt ihr alle schon. Ich zeige euch den ersten Mustersatz. Wir beginnen mit einem Umschlag, einer Masche rechts, ein Umschlag, dann ein Überzug und 2 Maschen rechts zusammenstricken, dann 2 Umschläge, ein Überzug und eine Masche rechts, dann 2 Umschläge, ein Überzug, 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, 3 Maschen rechts und 2 Maschen rechts zusammenstricken. Das ist ein Mustersatz. Ich wiederhole noch einmal. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Ein Überzug. 2 Maschen rechts zusammenstricken. 2 Umschläge. Ein Überzug. Eine Masche rechts. 2 Umschläge. Ein Überzug. 2 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, 3 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammenstricken. Und diesen Mustersatz wiederholt ihr nun ständig bis zum Ende der 35. Runde. Danach arbeitet ihr eben wieder eine gerade Runde, die 36. Und nun strickt ihr bis zur 52. Runde. Und dann zeige ich euch dann im folgenden Teil, wie es mit dem Armausschnitt weitergeht, wie man dort die Maschen abkettet.